Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus,
vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Heiligstes Herz Jesu, öffne die Herzen und den Verstand der Sünder für die Wahrheit und das Licht Gottes, des Vaters. Unbeflecktes Herz Mariens, bete für die Bekehrung der Sünder und der Welt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche,
für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Heiligstes Herz Jesu, öffne die Herzen und den Verstand der Sünder für die Wahrheit und das Licht Gottes, des Vaters. Unbeflecktes Herz Mariens, bete für die Bekehrung der Sünder und der Welt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus,
vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Heiligstes Herz Jesu, öffne die Herzen und den Verstand der Sünder für die Wahrheit und das Licht Gottes, des Vaters. Unbeflecktes Herz Mariens, bete für die Bekehrung der Sünder und der Welt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Heiligstes Herz Jesu, öffne die Herzen und den Verstand der Sünder,
für die Wahrheit und das Licht Gottes, des Vaters. Unbeflecktes Herz Mariens, bete für die Bekehrung der Sünder und der Welt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen.
Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst kostbare Blut deines höchst göttlichen Sohns Jesus, vereint mit den heiligen Messen, die heute auf der ganzen Welt gefeiert werden, auf, für alle armen Seelen im Fegefeuer, für Sünder an allen Orten, für Sünder in der ganzen Weltkirche, für diejenigen in meinem eigenen Heim und in meiner eigenen Familie. Amen. Heiligstes Herz Jesu, öffne die Herzen und den Verstand der Sünder für die Wahrheit und das Licht Gottes, des Vaters. Unbeflecktes Herz Mariens, bete für die Bekehrung der Sünder und der Welt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Um diesen Kanal zu unterstützen und mehr Videos wie diese zu machen, und viele Seelen in Not zu helfen. Teilen und abonnieren Sie bitte diesen Kanal, indem Sie auf den Button mit dem Glöckchen klicken. Vielen Dank dafür. Gott segne Sie und Ihre Liebsten und lassen Sie uns weiter beten.